Guten Morgen, ich bin's wieder, euer Peter, wieder beim Walken. Und ich möchte so meine Walking-Ideen ein bisschen weiterführen, was ich die letzten Tage so ein bisschen begonnen habe. Ihr wisst ja, mein Gedankengang war, jetzt nach diesem Lockdown wird der Restart kommen. Vielleicht verschieben sie noch ein bisschen, aber ihr müsst fit sein dafür. Und mein Gedankengang, ich fasse noch mal kurz zusammen, war, es ist nichts Besonderes. Es trifft uns halt extrem hart, aber Veränderungen, Ereignisse hat es schon immer gegeben. Und jetzt hat uns halt eine Pandemie voll erwischt. Und diese Ereignisse führen dazu, dass sich das Erleben und Verhalten von uns Menschen verändert. Und natürlich sind wir Menschen alle auch Kunden und Konsumenten. Und deswegen solltest du drauf schauen, wie ändern denn diese ganzen Einschläge das Erleben und Verhalten meiner Kunden? Welche neuen Probleme entstehen bei meinen Kunden? Welche neuen Bedürfnisse? Welche neuen Fragestellungen? Mit welchen Fragestellungen, mit welchen Problemen schlagen sich die Kunden jetzt draußen rum? Und was kann ich als Unternehmer, was kann ich als Anbieter jetzt für Lösungen bieten? Das war so mein Gedankengang. Jetzt überlegen, welche Lösungen kann ich jetzt gerade in dieser Zeit und dann, wenn der Lockdown aufgehoben ist, also in dieser Post-Corona-Zeit, mit welchen Angeboten renne ich offene Türen ein? Ein Weiter-so wird es in vielen Fällen eben nicht geben. Und dann habe ich in den letzten Tagen so ein bisschen Revue passieren lassen. Naja, wie komme ich denn an diese Bedürfnisse heran? Wie komme ich an diese, wir Psychologen nennen das Motive heran? Wie erkenne ich Motivschieflagen? Ich habe euch da zwei ganz einfache Sachen gezeigt. Das eine war diese Ad-Hoc-Methodik, die findet ihr auch auf meinem YouTube-Channel, kostenlos, wie man sowas durchzieht. Und dann habe ich euch erzählt, ich kann natürlich wie ein Psychologe klassisch mit klassischer Marktforschung, mit Interviews mit Fokusgruppen qualitativ, aber eben auch quantitativ arbeiten. Und natürlich, und das möchte ich euch heute kurz ein bisschen so mit an die Hand geben, wir sind in einer digitalen Welt und die Digitalisierung und die Vernetzung hat in den letzten 10 Jahren, 8, 9, 10 Jahren massiv viel verändert. Es hat auch viele Marketing verändert und viele, die heute in eine Schieflage gekommen sind aufgrund dieser Krise, wir haben eben diesen Megatrend Digitalisierung und Vernetzung eben auch sträflichst vernachlässigt und jetzt fällt eben vielen das auch auf die Füße. Okay, das ist ein anderes Thema. Also wie kann ich an die Motive, an die Motivschieflagen, an die Beweggründe meiner Kunden herankommen? Und hier möchte ich euch sagen, vergesst nicht, wir haben jetzt über Befragung gesprochen. Ihr habt natürlich auch diese Methodik der Beobachtung. Und diese Methodik der Beobachtung ist eben aufgrund der Digitalisierung und auf der Vernetzung heute viel, viel, viel wichtiger. Ja, wir haben ein People-Based Marketing. People-Based Marketing, das heißt, ich muss schauen, was wollen die Leute, was wünschen die Leute und was brauchen sie. Und ich kann das alles sehr gut beobachten, weil wir jeder von uns eine digitale Spur im Internet hinterlässt, jeden Tag, täglich. Und ich muss schauen, wie kann ich auf diese Spur aufsetzen. Also ich kann über Beobachtung versuchen herauszufinden, welche Motivschieflagen Menschen haben. Dazu gibt es viele, viele Tools. Diese Tools wurden eigentlich für was anderes gemacht. Sie wurden für Keyword-Analysen im SEO gemacht, SEO Search Engine Optimization. Sie wurden gemacht oder man setzt sie ein für SEA, also Search Engine Advertising. Mache ich auch, aber nicht an dieser Stelle. Ich bin ja noch viel, viel weiter oben in meinem Denkprozess. Wie komme ich an die Motivschieflagen meiner Kunden, um entsprechende Angebote dann eben zu generieren und diese auch anzubieten? Und da wollte ich euch eben sagen, schaut mal, wie ihr über Beobachtung der digitalen Spur hier auch finden könnt, wo bei den Kunden der Schuh drückt. Und ein probates Mittel ist, eben diese Fragen zu nutzen. Ja, wenn ein Mensch Probleme hat, wenn ein Mensch neue Bedürfnisse hat, wenn er irgendwo eine Lücke hat, dann stellt er Fragen und sucht natürlich nach Antworten. Das heißt, wenn ihr jetzt euch auf diese Fragen konzentriert und sagt, naja, welche Fragen stellen die Leute denn und dies im Internet beobachtet, dann seid ihr schon mal einen riesen, riesen, riesen Schritt weiter und ihr könnt diese Fragen, denkt an unseren Ad-Hoc-Workshop, denkt an unsere Ad-Hoc-Gedanken, die bisherigen Fragen der Kunden, die finde ich eben auch über Beobachtung. Ich muss ja gar nicht befragen, ja. Ich kann beobachten und die Beobachtung ist in dem Fall recht einfach. Ja, also beobachtet mal zuerst eure eigene Webseite, euren eigenen Webshop mit Google Analytics
und anderen Tools, Searchmetrics etc. etc. oder auch Write und überlegt euch mal und beobachtet, was interessiert die Menschen denn. Entrümpelt mal eure Webseite und beobachtet, wo gehen die wirklich hin und welche Themen interessiert ihr. Dann könnt ihr natürlich auch Wettbewerbsbeobachtung machen. Schaut mal, welche Fragen eure Wettbewerber im Internet beantworten. Ihr könnt sogenannte Fragetools, es gibt Fragetools, die nichts anderes machen als Fragen, die wirklich gestellt wurden, abzugreifen im Internet. Ein sehr, sehr tolles Tool, Fragetool, was ich benutze, ist von meinem lieben Freund Karl Gratz auf seinem Karlscore. Da findet ihr ein ganz, ganz tolles Fragetool, das ich genau in dieser Phase immer zum Einsatz bringe. Es gibt aber noch viele, viele andere. Es gibt auch kostenlose Fragetools, die ihr dazu einsetzen könnt. Es gibt dieses bekannte Answer the Public. Schaut mal an, www.answerthepublic.com. Da könnt ihr zu bestimmten Themen schauen, was Menschen gefragt haben. Schon sehr schön geclustert. Ihr müsst aber wissen, dass dieses Tool eben auf Google Suggest zurückgreift, aber ist auch ein anderes Thema. Dann könnt ihr in Foren reingehen. Ja, ihr geht in Foren und hört an, was die Leute zu erzählen haben. Beobachtet, was die Leute schreiben. Ihr könnt einfach Copy-Paste machen und könnt diese Gedanken auch wieder rausholen, clustern und über diese Fragen praktisch die Probleme zwischen den Zeilen herauslesen. Und probates Mittel sind auch, wenn ihr Produkte habt, ja, geht in die Rezensionen. Geht in die Rezensionen von Amazon für irgendein Projekt oder für irgendein Produkt. Stell dir mal vor, du möchtest wissen, was interessiert die Leute für ein bestimmtes Produkt. Sagen wir mal für einen Ionenföhn, den ich unbedingt brauche. Und ich sollte jetzt irgendwas über den Ionenföhn schreiben, machen, tun und mir ausdenken. Dann bin ich natürlich nicht die Zielgruppe. Und wenn ich jetzt aber darüber Informationen haben will, dann gehe ich eben in die Rezensionen rein und schaue, was die Leute schreiben, was den Leuten gefallen hat, was die Leute verärgert hat. Und all diese Sachen laufen bei mir unter dem Stichwort eben Beobachtung. Beobachtung der digitalen Spur. Sammelt das alles mal und schmeißt es wieder in euren Anfangstopf, wo wir gesagt haben, wir stellen jetzt die Fragen zusammen, um entsprechende Antworten und Lösungen zu finden. Also vergesst nicht, und das war mir ein Anliegen heute, vergesst nicht eben auch an die Beobachtung der digitalen Spur zu denken, weil die hinterlassen wir tagtäglich immer mehr. Schaut doch vielleicht bei Google Trends rein, ist auch immer ein schönes Ding, wo man reinschauen kann, wo man so sieht, wo die Reise so ein bisschen hingeht. Fix und fertig gibt es das alles nicht. Also ihr müsst euch das schon alles mühsam zusammenbasteln und vergleicht es auch mit den Trends. Zukunftsinstitut ist hier auch immer ein guter Ausgangspunkt. Welche Trends, wo geht die Reise hin? Vergleicht es mit den Megatrends und gleicht es eben auch mit dieser Beobachtung der digitalen Spur ab. So, jetzt gehe ich noch ein bisschen und dann gehe ich wieder zurück zur Arbeit und ich hoffe, dass ich morgen noch fit bin und dass ich euch dann vielleicht morgen noch ein paar Gedanken an die Hand geben kann. Tschüss, euer Peter.